keine Straße, kein Hinweisschild. Trotzdem schnell zu fahren ist absolute Pflicht, wenn Rallye-Legende Carlos Sainz und seine Volkswagen-Kollegen gewinnen wollen. Die Silk Ray Rally im September hat gezeigt, die Race-Touaregs sind wieder mehr als konkurrenzfähig. Diese Konkurrenzfähigkeit allerdings ist nicht garantiert. Ein dicker Stein, ein tiefer Fall, vieles kann selbst für die robuste Leichtbautechnik einfach zu viel sein. Und mit solchen Problemen, das zeigt die Erfahrung, muss man als Rallye-Fahrer einfach immer rechnen. Erst recht beim härtesten Rennen der Welt, der Dakar. In einem so langen Rennen wie der Dakar, die immerhin 2 Wochen geht, können unglaublich viele Dinge passieren. Es passiert schnell, dass man einen Schaden am Auto hat, und es ist wichtig zu wissen, wie man möglichst schnell Teile auswechselt. Und das wird trainiert, beim sogenannten Mechanical Training bei Volkswagen Motorsport. Im Zweifelsfall muss jeder Handgriff sitzen, jede Schraube beim Vornamen bekannt sein. Sollte bei der Dakar irgendetwas nicht klappen, können Hitze und Staub die Emotionen hochkochen lassen. Und das ist ganz sicher nicht gut für das Resultat. Wichtig ist es, genau zu wissen, was wann zu tun ist. Jeder Handgriff muss sitzen, damit wir möglichst schnell das Ziel erreichen. Inzwischen ist der Race-Touareg den Teams natürlich schon bestens bekannt. Allerdings gibt es immer wieder Ausbaustufen und Entwicklungen, die kennengelernt werden müssen. Die Ingenieure wissen, worauf es ankommt. Natürlich haben die Touareg-Teams Einzelteile dabei, vom Ersatzrad bis zur Antriebswelle, jeweils abgestimmt auf die erwarteten Gefahren der nächsten Etappe. Und natürlich das notwendige Werkzeug. Ein Rennwagen mit Zuladung sozusagen, gerüstet für fast jeden Fall der Fälle, damit dem dritten Sieg in Folge des Volkswagen Motorsport-Teams nichts mehr im Wege steht.